Hier eine Ergänzung zur Physikvorlesung Einführung in die Mechanik. Es geht um Vektoren und Skalar- und Vektorprodukt. Das soll hier keine vollständige Beschreibung sein. Die werden Sie eher in der Mathematik finden. Wenn Sie die Begriffe brauchen, schauen Sie sich bitte für genauere Details ein Mathematikbuch an oder eine Vorlesung darüber. Klären wir kurz die Begriffe, die wir brauchen. Was ist ein Skalar in der Physik im Gegensatz zu einem Vektor? In der Physik werden Skalare bezeichnet als Größen, die keine Richtung haben. Ein Beispiel dafür ist die Masse, die irgendwo liegt. Natürlich hat die keine Richtungsabhängigkeit, sondern die ist überall gleich, hat aber eine physikalische Einheit, das Kilogramm. Genauso wie die Temperatur keine Richtungsabhängigkeit hat, sondern nur eine Einheit in Kelvin oder Celsius. Das heißt, sind Beispiele für skalare Größen, die nicht beschrieben werden müssen durch eine Richtung. Vektoren dagegen sind Größen, die sowohl einen Betrag haben als auch eine Richtung. Das heißt, irgendwie stehen im Raum. Ein Beispiel dazu wäre der Ort im Raum. Das heißt, wenn wir irgendein Achsenkreuz hinstellen, dann ist der Ort beschreibbar durch die Koordinaten x, y und z. Und damit hat dieser Ort eine Richtung bezogen auf den Ursprung des Koordinatensystems. Entsprechend für die Geschwindigkeit oder Beschleunigung oder Kraft. Für eine Kraft ist es offensichtlich, die Richtung spielt eine Rolle, ob ich zum Beispiel eine Kraft in der Richtung wirken lasse oder in diese Richtung. Also gucken wir uns die Größen an, die wir brauchen. Hier der Vektor. Wir brauchen für die Beschreibung des Vektors irgendein Koordinatenkreuz. In dem Fall x, y, z. In kartesischen Koordinaten stehen diese Richtung senkrecht aufeinander. Der Vektor wird beschrieben durch eine Größe hier a und diesen Vektorpfeil darüber. Beschrieben wird die Lage im Raum, das heißt, der Ursprung wird angegeben und also der Ursprung des Vektors und das Anfang und Ende des Vektors. Der Betrag dieses Vektors wird geschrieben als Vektor in diesen Betragsstrichen. Er beschreibt die Länge des Vektorpfeiles. Die Richtung kann im Raum angegeben werden durch zwei Winkel in Bezug auf das Koordinatenkreuz. Nennen wir die Phi und Theta. Also zwei Winkel, zum Beispiel diesen hier und in der anderen Raumrichtung nach vorne oder nach hinten entsprechend ein zweiter Winkel. Beschrieben werden Vektoren über Komponenten in den Richtungen des Koordinatenkreuzes x, y, z. Geschrieben wird es oder dargestellt in diesen runden Klammern. Manchmal liest man auch eckige Klammern, wo die Koordinaten drinstehen, die wir in dem Fall dann als ax, ay und az bezeichnen. Hier ist auch beschrieben, wie die Komponenten beschrieben werden können durch diese beiden Winkel, wenn wir nur zwei Richtungen betrachten, in dem Fall x und z. Y geht in der senkrecht zur Zeichenebene. Das Phi soll dieser Winkel sein. Das heißt, wenn wir diesen Winkel hier betrachten, das Phi bezogen auf die x-Achse des Vektors a, dann ist das ax gerade der Betrag a mal Cosinus Phi. Genauso ist das az a Betrag von a mal Sinus Phi. Und natürlich können wir das auch für die y- und z-Ebene beschreiben, haben das Gleiche dann, dass das y oder das entsprechende das a mal Sinus Theta ist. Im Raum sieht es natürlich etwas komplizierter aus. Hier beschrieben x, z und die y-Koordinate senkrecht dazu zu zeichnen, ist das schwierig
müssen Sie sich selber vorstellen, wie das funktioniert. Der Betrag als Länge ist in diesem kartesischen Koordinatensystem einfach darstellbar, nämlich als Quadratwurzel von ax² plus ay² plus az². Das entspricht eigentlich dem Pythagoras. Die Winkel können dann ausgedrückt werden, auch über diese beiden Koordinaten, genauer gesagt hier der Tangens von den beiden Winkeln als az durch ax oder ay durch ax. Wichtig ist zu berücksichtigen, dass es natürlich in der Physik auch Einheiten gibt und wenn wir zum Beispiel eine Länge haben, einen Vektor r, dann hat er auch die Einheit der Länge, also einen Meter. Wenn wir in Zukunft in der Physik, in der Mechanik andere Größen als Vektoren schreiben, hier zum Beispiel die Kraft, wird dieser Kraftvektor eine andere Einheit haben, also ein Newton. Und da müssen wir aufpassen, dass wir, wenn wir die Länge von verschiedenen Vektoren, hier zum Beispiel das R und das F, betrachten, dass wir da nicht durcheinander kommen. Meist oder oft wird nur die Richtung bezeichnet, wenn wir verschiedene Vektoren mit verschiedenen Einheiten verwendet, weil die natürlich dann schwer zu vergleichen sind. Schauen wir uns noch an, was für Eigenschaften diese Vektoren haben. Die Addition von Vektoren. Nennen wir einen roten Vektor A, einen grünen B. Dieses C als Addition von A und B kann dargestellt werden, einmal als Addition der Komponenten. Das heißt, dieses C hat dann die Komponenten AX plus BX, beziehungsweise AY plus BY und AZ plus BZ. Geometrisch bedeutet das nichts anderes, dass diese Vektoren sich so ausrichten, dass der eine Vektor im Raum steht. Man kann Vektoren verschieben und das Ende des ersten Vektors ist der Anfangspunkt des zweiten Vektors. Und die Verbindungslinie vom Anfangspunkt des ersten Vektors zum Endpunkt des zweiten Vektors, diese Linie ist dann gerade oder definiert dann den Vektor C. Also damit können wir einfach geometrisch den Vektor C auch konstruieren. Klar ist hier auch, dass wir das anders verwenden können oder anders beschreiben können. Wir können nicht nur B zu A addieren, sondern auch A zu B und geometrisch kommt das Gleiche heraus. Das C ist in beiden Fällen das Gleiche, das heißt A plus B gleich B plus A. Das nennt sich Kommutativgesetz in der Mathematik. Wenn wir Vektoren subtrahieren, also einen Vektor A nehmen und einen Vektor B, der in dem Fall gerade minus A ist, dann ist das C natürlich 0. Nämlich wir haben einen Vektor in der einen Richtung, den zweiten Vektor entgegengesetzt, die heben sich gerade auf. Die Subtraktion in allgemeiner Form von Vektoren kann dann folgendermaßen berechnet oder konstruiert werden. Wir haben den Vektor A, davon soll das B subtrahiert werden. Nach dieser Größe hier müssen wir den Vektor B nur umdrehen, in dieser Richtung mal, nicht in der Richtung, und nach der Konstruktion der Addition addieren. Das heißt, von hier nach dort ist das A, von dort nach dort ist das minus B und C entsprechend vom Anfangspunkt von A zum Endpunkt von diesem Vektor minus B. Das heißt, hier haben wir C in Komponenten. Dann werden die Komponenten einfach subtrahiert. Eine andere Größe, die man oft noch braucht, ist der Einheitsvektor. Einheitsvektor soll heißen, die Länge, der Betrag des Vektors hat die Länge 1. Entweder einheitenlos oder in der, wenn wir eine physikalische Einheit, zum Beispiel Meter haben, dann wäre es ein Meter oder bei einer Kraft ein Newton. Wie kriegen wir das raus? Wir können das
darstellen, indem wir diesen Vektor a in die Komponenten zerlegen und jetzt die Komponenten betrachten in der Richtung x zum Beispiel als ex schreiben. Das soll ein Einheitsvektor sein von dem diesem Vektor a. Darstellbar als Einheitsvektor, wir nehmen den Vektor a und teilen ihn durch die Länge, das heißt durch den Betrag selber. Wie können wir Vektoren multiplizieren? Es gibt zwei verschiedene Weisen, um das zu bewerkstelligen, und die müssen wir auseinanderhalten. In der Physik spielt das eine große Rolle. Die erste Variante der Multiplikation ist das Skalarprodukt. Das heißt, wir haben zwei Vektoren, die so multipliziert werden, dass hinterher kein Vektor rauskommt, sondern ein Skalar, nur eine Zahl mit einer physikalischen Einheit. Definiert ist das Skalarprodukt von zwei Vektoren a und b so. Hier steht es, a mal b, das schreibt man einfach mit dem Punkt, dass die Beträge multipliziert werden und als weiterer Faktor der Kosinus des Winkels zwischen diesen beiden Vektoren dazugenommen wird. Geometrisch heißt das Folgendes: Wenn wir einen Vektor a und b haben mit dem Winkel dazwischen, dann ist die Größe a mal Cosinus Alpha, also dieser Größe mal diesem Ausdruck hier hinten, gerade die Projektion des Vektors a auf den Vektor b, diese Länge. Wir könnten es auch umgekehrt hinschreiben, nämlich den Vektor b projizieren, die Größe betrachten, die auf diesem Vektor a liegt. Das heißt, hier hinten, also gleiche Winkel, b so projizieren, dass hier ein rechter Winkel ist. Diese Länge wäre von hier nach dort, also b mal Cosinus Alpha. Und dementsprechend können wir sagen, dass das Vektor a mal Vektor b, also das Skalarprodukt von a und b, gerade a mal Cosinus Alpha mal b ist oder a mal, in Klammern, b mal Cosinus Alpha. Gut. Die Richtung der Vektoren ist also wichtig, wie die stehen, ob die Vektoren also senkrecht stehen. Ich nehme mal eine weitere Farbe, ob die senkrecht aufeinander stehen oder in der Richtung oder irgendwie dazwischen. Und das können wir uns direkt angucken, wenn wir ein Beispiel nehmen aus der Physik. Die Arbeit ist ein Beispiel für ein Skalarprodukt von den Vektoren des Weges R oder dr und der Kraft. Physikalisch wird es integriert, man spricht vom Wegintegral der Kraft. Beide Größen sind Vektoren, die über das Skalarprodukt multipliziert werden. Also nur die Richtung spielt eine Rolle, der Komponente der Kraft entlang des Weges oder der Wegkomponente entlang der Kraft. Die Arbeit selber ist ein Skalar, hat keine Richtungsabhängigkeit, wohl aber eine physikalische Einheit, nämlich Newton, Meter oder Joule. Gut, das brauchen wir relativ häufig in der Physik. Verwirrung tritt oft auf, wenn wir nicht das Skalarprodukt verwenden, sondern das Vektorprodukt, was auch Kreuzprodukt genannt wird. Das Vektorprodukt von Vektoren a und b wird geschrieben als, hier steht es, c a Kreuz b, Vektor a Kreuz Vektor b. Der Betrag soll gerade sein von diesem Vektor c, Betrag von a mal Betrag von b mal dem Sinus, des Winkels zwischen den beiden Vektoren a und b. Wir haben eine Größe hier noch unterschlagen, die wichtig ist, nämlich sehr wichtig, wie eigentlich diese Größe die Richtung von c steht. Und das Vektorprodukt ist so definiert, dass das c, der neue Vektor,
senkrecht zu der Ebene steht, die durch die beiden Vektoren a und b aufgespannt wird. Das können wir uns hier angucken. Wir haben zwei Vektoren und das c, der Vektor c, steht gerade so, dass c senkrecht auf den beiden alten Vektoren ist. Das nennt sich rechte Handregel, denn wir müssen noch berücksichtigen, ob nun, wenn wir zwei Vektoren haben, ob dieser neue Vektor senkrecht, in dem Fall nach oben, oder senkrecht auf dieser Ebene nach unten steht. Rechte Handregel heißt, gibt eine Definition vor, der erste Vektor, in dem Fall das a, entspricht dem Daumen, der zweite Vektor, das b, entspricht dem Zeigefinger und senkrecht bei der rechten Hand, der Mittelfinger steht entlang des Vektors c. Ich merke es mir so, wenn Sie mit den Händen spielen, gibt es viele Kombinationen und Permutationen, wie Sie die Finger anordnen und entsprechend die Ausrichtung wählen. Sie könnten das auch über die linke Hand definieren, da müssten Sie nur andere Finger nehmen. Also rechte Handregel mit A, B, C ist so, wie ich es mir merke. Von der Größe, also vom Betrag, ist es nach der Definition das Produkt von Beträgen A und B mal dem Sinus Phi. Wenn man sich das aufmalt mit diesen beiden Vektoren A und B, dann entspricht das B mal Sinus Phi gerade dieser Größe, diese Länge von hier unten nach oben. Das heißt, A mal B mal Sinus Phi entspricht der Fläche des Rechteckes, was von A und B mal Sinus Phi aufgespannt wird. Also es hat eine ganz praktische geometrische Bewandtnis. Ein Kreuzprodukt kennen Sie vielleicht aus der Mathematik. Wenn nicht, schauen Sie nochmal nach, wie das dargestellt wird. Kann in Komponenten dargestellt werden. Und es gibt folgende Regeln dafür. Einmal, dass nämlich das A Kreuz B gleich minus B Kreuz A ist. Das hängt mit den Fingern zusammen, linke oder rechte Hand, und ob das betrachtet wird, ob es nach oben oder nach unten geht. Das ist eine Regel. Es ist also nicht, die beiden Vektoren sind nicht kommutativ. Die Komponenten selber sind in dieser Weise darstellbar. Ich werde hier nicht darauf eingehen, wie man das direkt ausrechnet oder woher das kommt. Da müssten Sie selber nochmal in ein Mathematikbuch reingucken. Ein Beispiel für die Verwendung des Vektorprodukts in der Physik ist das Drehmoment. Es ist das Vektorprodukt aus dem Hebelarm und der Kraft, genauer dem Ortsvektor R und dem Vektor der Kraft. Kreuzprodukt an der Stelle. Das Drehmoment steht also senkrecht sowohl zum Hebelarm als auch zur Kraft. Gut, und diese Begriffe Vektoren, Skalarprodukt und Vektorprodukt werden wir häufig in der Physik brauchen.